So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Foundry. Ja, die Lichter blinken schon, der Chat ist bereit zu allen möglichen Schandtaten, die wir hier vorhaben. Wir haben gerade eben, kurz bevor es losging, den Handel erforscht. Verkaufslager, Raumstation, Einkaufslager. Können wir sogar bauen? Wir brauchen nur Stahlträger. Da wir gerade hier sind und Stahl da hinten ist, würde ich sagen, das verschieben wir nochmal. Wir waren dabei, die Solarzellen zu bauen. Und dafür brauchten wir Glas, genau. Und dafür haben wir hier angefangen, Mineralgestein zu besorgen. Und denen fehlte Strom. Und das wollen wir jetzt nachholen. Dann müssen wir aus dem Mineralgestein noch Glas machen und dann zu unseren Solarzellen zuführen oder Energiezellen. Oh, hier komme ich nicht rüber, oder? Ah, weil ich hier eine Dreierhöhe habe. Okay, was mich aber interessieren würde, warum ist da eigentlich leer? Okay, keine Ahnung. Ob wir da drunter kommen, sieht gut aus. Weil das Zeug... Das machen wir mal auf der Höhe von dem hier. Soll ja dafür... Ja, Glück gehabt. Ich kann nicht... Ah, man kann sich hier nicht ducken. Okay, wir müssen runterfallen. Wer hat, Ah, wie hießen die Filme mit Tom Cruise? Mission Impossible 3 gesehen? Du musst sterben, um zu leben. Ah, ungefähr so fühle ich mich gerade. Shit, ich komme da nicht ran. Rüber. Reicht noch nicht, oder? Müsste noch eins, glaube ich, nach vorne. Okay, wartet. Auf der Höhe. Das ist also eigentlich schon doch das Ding. Okay. Ey. Und wir wollen ja da ran. Genau, also so. Und... Ja, keine Ahnung, wo Glas. Glas kommt wahrscheinlich dann von dort. Okay. Oh, das wird hier mies. Du hast nicht alle was gelesen? Gesehen, M-Eyes. Das war Teil 3. War der beste. Den ersten habe ich nicht gesehen. Also, ich habe ihn bestimmt mal gesehen, so nebenbei, aber nicht wirklich, dass ich gesagt habe, gesehen. Der zweite war gut, war aber nicht so meiner. Der dritte war wirklich überragend, meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung. Und der vierte war noch gut. 5, ja, war dann schon eher so Standardkost. 6 und 7, oh. Ich sag mal so, waren noch Filme, die man trotzdem einfach gucken kann, wenn man irgendwas gucken wollte. Das ist ja schon mal mehr, als man manchmal anders hat. So, jetzt ist so die Sache, wenn ich jetzt den Strom runterbringe. Der Strom kommt wo hier an? Noch nirgendwo. Oh, das ist gut. Den könnte ich von da drüben holen. Und Lightro macht wirklich Light. Der Name ist Programm. Finde ich gut. Da ist endlich mal was los. Es ist nämlich immer schade, wenn man Sachen einrichtet, macht und dann werden sie nie genutzt. Leider funktionieren die Lichter nicht hundertprozentig, da dieses Tool nicht mehr alle Möglichkeiten hat. Ich habe durchaus mal was Eigenes entwickelt, was ich vielleicht mal fertigstellen sollte. Dann könnte man das einfach selber umsetzen, aber das wäre ja viel zu einfach. Okay, und der Strom würde hier ankommen. Das ist interessant, weil so habe ich das sonst noch nie gemacht. Aber so müssten wir das mal vorsehen. Ups.
Jetzt habe ich den falsch rum, nicht? Mann, man sieht unter Wasser immer nicht, dass das andersrum richtig wäre. Okay. Dann haben wir da auf jeden Fall den Anschluss und von dort aus geht's dann auch nach unten, würde ich fast sagen. Warte mal. Dann ist das doch falsch, aber. Wollen wir da eine Wand hinziehen? Ups. Wow, das ist krasses Licht. Das ist mal krass. Ja, manche Lichter sind einfach zu intensiv. Ich kann leider in der Free-Version nicht mehr die ganzen Lichter einstellen, wie wir festgestellt haben. Ich zumindest gerade. Von daher sind die ein bisschen stärker, als man das vielleicht gerne hätte. Aber hat doch auch einen krassen Effekt. Muss ja auch mal sein. Ich müsste eigentlich auch neue Lichter mal kaufen, aber wie gesagt, der Hersteller ist nicht mehr in Europa aktiv, der kommt aus Amerika. Und ja, da geht das Problem nämlich los. Der liefert nicht hierher. Ah, geht nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil der echt gute Sachen hatte. Aber der wurde aufgekauft von irgendeiner amerikanischen Firma. So. Irgendwie ist das scheiße so, nicht? Wir machen das richtig. Wir machen da klassisch. Wirklich so einen hin. Und den verbinden wir damit. Ja, und Standard habe ich heute mal grün eingestellt, dass er mal wieder auf grün zurückgeht. Okay, Strom kommt hier noch nicht an, aber hier hatten wir alles gemacht. Das steht unter Wasser, hier wird hochgefördert. Das ist Input, die anderen stehen auf Output. Das sollte also halbwegs klappen. Dann ist der... Oh! Warum fehlt hier eine Leiter? Wer hat die Leiter von euch aufgegessen? Das kann ja nicht sein. Einfach eine Leiter weg. Deswegen konnte ich hier so schlecht hoch und runter klettern gerade. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben. Und dann... Oh. Dann können wir hier oben nämlich den Kasten hinstellen. Habe ich noch... Ich habe doch gestern welche gebaut. Wo sind denn die? Okay, sind nicht mehr unten drin. Ich glaube, die waren da, wo die Leiter war. Na gut. Guck mal, ganz wunderbar. Und den stellen wir da so ein bisschen so an den Rand. Und ich hoffe, wir kommen von dem da direkt ran. Kommen wir. So, das heißt, auch die Plattform wäre damit stromversorgt. Ich finde es eigentlich komisch, dass die Förderbänder laufen, obwohl es keinen Strom gibt. Das wäre noch cool, wenn das ja anders wäre. Das Netz hier hat keinerlei Anschluss weiter. Jetzt müssen wir von dem da drüben abgehen. Warum baust du keinen Aufzug? Weil ich den Aufzug einfach scheiße finde. Also ich habe einen Aufzug, aber ich finde, der ist von der Mechanik her nicht geil. Also man braucht ihn halt nicht. Ich fahre da auch nie wieder runter, nicht? Ich lege da immer Strom unten hin. Und dann gehe ich da nie wieder hin. Also warum brauche ich da einen Fahrstuhl? Finde ich irgendwie unnötig, die Mechanik. Klar liefert der den Strom runter, aber dafür extra einen Fahrstuhl. Ah, nee. Aber es soll eh alles überarbeitet werden. Also es wird sich nochmal komplett ändern. Warte mal, was, wenn ich von dem ausgehe, ist das besser? Oder von dem? Ich glaube, der hier ist besser, nicht? Weil er über Wasser geht. Der geht über Leichen. Also bei den Sachen bin ich froh, wenn sie da eine Alternative rausbringen.
Am Anfang hatte ich, an einer Stelle habe ich ja einen Fahrstuhl, weil ich dachte, haha, von da werde ich hingehen, aber das ist viel zu aufwendig. Jetzt muss ich irgendwo hier ran. Okay. Machen wir. Wir müssen auf die Höhe. Warte. Hier hätte ich gerne so ein paar Hilfslinien. So, aber jetzt, das ist zu weit, nicht? Das auch. Dann müssen wir eigentlich nochmal das Kabel entfernen. Und nochmal gucken, dass wir hier... Weiß nicht. Oh, der Höhe oder so einen haben. Ja, dann kommt der da ran. Und man sieht halt... unter Wasser nichts, weil das ein bisschen schlecht programmiert ist an der Stelle. So. Und damit dürfte das Zeug hier ankommen. Hier hatten wir ja schon alles fertig. Das heißt, wir können hier auf Output stellen. Und im besten Fall, wenn alles geklappt hat, auch da unten, müsste hier... Ja. Da. Wir sammeln fleißig. Die Sachen gehen also hoch. Alle vier arbeiten. Wunderbar. In dem Spiel scheint Physik keine Rolle zu spielen. Naja, in den meisten Spielen, die voxelbasiert sind, gibt es eigentlich keine wirkliche Physik. Teardown ist da, glaube ich, ein bisschen anders. Das hat Physik. Aber es ist ein Demolationsspiel, wo man alles abreißen muss. Deswegen ist das ein bisschen anders. Oh, jetzt müssen wir warten. Ich mache die nochmal hier auf off, damit erstmal genug hier einkommt. Na, wo bleiben die ersten? Die Plattform hat auch Strom. Ich hoffe, wir haben auch noch genug Strom, aber das wenigste arbeitet aktuell. Hat nur die hier, die paar. Wenn wirklich alles laufen würde, hätten wir definitiv nicht genug Strom. Und da kommen die Sachen raus. Sehr gut. Dann lassen wir denen hier ein bisschen Vorlauf. Damit wir es dann verteilen können. Achso, wir müssen eh einstellen, was der braucht, oder? Ja, wir brauchen Schotter. Wir brauchen Schotter, 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 brauchen Schotter, 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 brauchen Schotter, 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 brauchen Geld. Ich habe heute mal wieder nach Häusern geguckt. Also, das ist wirklich so risikobehaftet. Oh. Das ist, glaube ich, nichts, was ich mir in meinem Leben antun will. Aber ich mag Miete auch gar nicht. Allein schon mit anderen Menschen im selben Haus zusammenzuwohnen, ist die Pest. Oh, 300 dürften noch nicht reichen, um alle zu versorgen. Wieso kommen die stückchenweise? Weil die stückchenweise gefördert werden und der Fahrstuhl nur stückchenweise nach oben liefert. Der Fahrstuhl hat eine gewisse Fördermenge. Heute ruckelt es aber ab und zu mal. Und die Dinger hier haben auch einen gewissen Output. Der liefert zum Beispiel 114, 120 in der Minute. Und das schwankt halt. Das heißt, das ist... die einzige nicht konstante. Und der hier wird zum Beispiel nicht leer. Das heißt durchaus, wir könnten zum Beispiel sagen... Nee, es klappt nicht. Das ist so eng alles. Shit, shit, shit. Naja gut, eigentlich müsste das hier so, dann geht das hoch und dann müsste er, sehe ich nicht in die Richtung,
So. Ja. Eigentlich so. Und dann geht aber der andere ran. Warte mal, ich muss das erst abreißen, glaube ich. Dann ihn machen. Und dann die machen. Dann hätten wir noch einen dritten, der nach oben liefert. Ja, und dann passiert nämlich das. Und das finde ich in dem Spiel scheiße. Das kannst du nicht steuern. Das will ich doch gar nicht. Hör auf damit, Spiel. Wie kann ich das unterbinden? Also das ist zum Beispiel eine Mechanik, die mich absolut anrotzt, die ich nicht mag. Da muss man halt komplett anders bauen. Und manchmal ist es halt nicht möglich. Und das finde ich halt scheiße. Also da müssen sie unbedingt dran, damit man mehr Kontrolle hat, ob was sich verbindet oder nicht. Weil sonst kann man nicht auf engen Raum irgendwas clever bauen und muss alles nochmal umbauen. So, aber jetzt hätten wir quasi drei, die hochliefern. Das gleiche hier hinten, nicht? Die können auch nicht genug hochliefern. Das heißt, wenn wir den da zum Beispiel auch abschließen würden und hiermit anschließen, natürlich in die richtige Richtung. Gut, dass man es unter Wasser nicht sieht, in welche Richtung das geht. So. Dann würden die beiden hierhin liefern, die beiden hierhin und die beiden dahin. So, dann, das heißt, wir hätten jetzt drei Lieferanten nach oben. Und der Fahrstuhl hat aber eh eine Maximalkapazität. Alles abreißen und neu bauen. Ja, ich habe kurz darüber nachgedacht. Aber da müsste ich alles sprengen und auch hier oben umbauen. Und dafür geht es zu schlecht, nicht wahr? Oh, das dauert jetzt natürlich, bis die erhöhte Menge hier oben ankommt, weil sie unten erst reingegeben wird. Weiß nicht, ist das schon ein, zwei mehr? Noch sieht es gleich aus, oder? Sieben immer pro Seite. Ich weiß nicht, ob ich einen dritten Anschluss brauche, der als Pendant für den unteren Anschluss geht, aber ich dachte eigentlich nicht. Wir warten nochmal. Jetzt sind acht, oder? Es wird schon passen. So, hier ist jetzt offen und dann können wir das nämlich auch auf open und dann fließt das los und dann erzeugen die wunderbaren Schotter. Ich meine, ansonsten könnte ich das einfach so machen. Aber ich glaube, ja, nicht, das nimmt sich nichts. Jetzt sind da hinten dafür weniger. Also das hat keinen Effekt. Aktuell eine leicht positive Bilanz auf jeden Fall. Sehr schön. Hier kommt das Zeug raus und landet hier drin und dann haben wir Schotter. So, Schotter, Schotter, Schotter. Schotter war der erste Streich. Jetzt ist so die Sache, wo kommt Glas hin? Ich würde Glas wirklich einfach direkt daneben bauen, oder? Also wir müssen es dahin zurückführen. Ich würde es ungern hier hinbauen. Hier finde ich eigentlich schon ganz gut. Also wir bauen uns erstmal selber so einen Weg rüber und dann lassen wir, weiß ich nicht, falls wir es erweitern wollen, ein bisschen Platz. So, dann machen wir es ab hier. Und ich habe schon wieder nicht genug von den Plattformen. Okay, ich würde sagen, die gehen wir schnell holen. Wir sind ja in der Nähe, das sind 170 Meter. Das sind jetzt auch keine Abstände mehr. Es kommen immer 16, ja. Und deswegen mag ich den Fahrstuhl nicht. Theoretisch könntest du auch selber mit den Förderbändern das einzeln hochlegen, hättest du eine viel höhere Frequenz. Der Fahrstuhl, ich weiß gar nicht, auf was der limitiert ist.
Es gibt einen Fahrstuhl V2, aber den habe ich noch nicht. 320 Gegenstände in der Minute schafft der. Das ist echt nicht viel. Also das ist das Limit. 320 zu 16, das klingt sogar fast richtig. Nee, hier kommen die Platinen an. Apropos Platinen, wir könnten doch schon das andere hierher liefern lassen. Ah nee, könnten wir nicht, weil wir es noch nicht haben. Das war. Aber die Plattform haben wir. So, 1400, dann nehmen wir mal gleich ordentlich was mit. Und wenn wir schon hier sind, bringen wir noch den ganzen Scheiß weg, den wir haben. Und dann holen wir auch noch den Stahl und dann geht's wieder nach hinten. Aber das ist halt die so ein bisschen, was ich eigentlich besser finde, wenn es überall so wäre, dass die Maschinen nicht konstant sind. Dadurch, dass die Maschinen konstant sind, ist das Einzige, was Probleme macht, der Input-Output an den Ressourcen. Das limitiert dich halt einfach. Und ich fände irgendwie, bei Satisfactory ist das ja noch langweiliger, nicht? Da ist das einfach alles starr, da kannst du quasi eine Excel-Liste daneben packen und dann passt es. Ich mag es, wenn Sachen nicht konstant sind. Es gibt so ein bisschen mehr, ja, weiß nicht, Spiel rein gefühlt, würde ich dazu sagen. Oh, wir haben nur noch zwei von den Dingern? Ja, was habe ich gemacht? Wir wollten den Sprengstoff weglegen, nicht? Stimmt, ich habe hier so viel Sprengstoff, den wir nicht mehr brauchen gerade. Dann haben wir doch schon mal richtig viel gewonnen im Inventar. Rohre können wir nochmal holen. Oh ja, Rohre brauchen wir auch auf jeden Fall. Und Platten, wenn wir schon hier sind. Kannst du nicht ein längeres, schräges Förderband nach oben bauen? Also Spirale oder so? Ja, kann man. Aber es ist natürlich bei der Höhe, die die Dinger haben, von 100 Unterschied in der Höhe, brauchst du 100 Kurven, also 100 Höhendinger. Und die musst du denn in der Kurve anordnen. Oh, das ist schon echt hart. Also da ist der Fahrstuhl wirklich die bequeme Variante. Das andere ist aber trotzdem das Bessere. Wobei im Förderband schafft 200. Wenn du aber dann drei Förderbänder hast, schaffst du 600 anstatt 320. Also, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Aber wir brauchen nicht so viel Glas, von daher ist es egal. So. Hier kommt auf jeden Fall genug rein. Sehr schön. Und dann rüber zum Stahl. Aber ja, am Anfang hatte ich ja, weil du hast den Fahrstuhl ja nicht von Anfang an. Und das erste Gestein habe ich zum Beispiel mit einem dreifachen Förderband von unten nach oben geholt. Das lief wesentlich effizienter. Von daher weiß ich das. Aber es gibt einen Aufzug T2, den wir irgendwann erforschen können. Vielleicht ist der dann die Lösung. Und ich kann mal gucken. Ich glaube, jetzt können wir eigentlich nichts mehr wirklich erforschen. Der kommt. Wo ist er denn? Modularer Supertank, Fracking-Turm, Hochofen, Prozessor, Jetpack-Tempo. Hier, Lastenaufzug 2. Der schafft dann 640. Also so viel wie drei Förderbänder. Ein bisschen mehr als drei Förderbänder nach oben. Das ist dann schon okay. Oh, aber von den guten Sachen können wir nichts erforschen. Wir können sonst nur noch hier so ein Kram wie Dekor, Hangartore, Gewächshaus. Ja, das brauche ich alles nicht erforschen. Das hat, denke ich mal, keine Auswirkung auf irgendwas. Die anderen Sachen brauchen alle Level 4. Also wir haben jetzt die maximale Forschungsstufe erreicht für unser Level. Das heißt, ohne Solarzellen und diesen Handel kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Okay, dann bauen wir mal Verkaufslager und Raumstation.
Und ich nehme mal nochmal Stahl mit, weil wir, glaube ich, mehr Stahl brauchen. Und dann die Rohre, die kommen von da vorne. Dann können wir die von hier mitnehmen. War doch das Pfannenförderspannspirale? Ne, hatte ich ja schon. Den Spaß hatte ich schon. Den brauche ich nicht nochmal. Einfach Folge 10 oder so angucken. Da haben wir das gemacht. Ich meine, guck dir mal das an. Das sind hier 6 Dinger. Du musst 100 hoch. Ja? Also das ist Spaß. Da baust du Stunden dran. Allein was du da an Kurven brauchst und an Höhendinger. Ich habe gerade mal 44, die nach oben gehen. Apropos nur 44, die nach oben gehen. Hier, die wollten wir ein paar nachmachen. Sonst ist das alle. Die wollte ich ein paar nachmachen. Die können nämlich nebenbei laufen. Strommast groß. Oh, den großen Strommast könnten wir jetzt auch machen. Dann könnte ich die kleinen mal ersetzen zum Beispiel. Aber warum? Nicht? Also was bringt das für einen Vorteil? Der kann halt eine größere Weite überspannen, 45 Meter. Ja, aber die Sachen sind ja gesetzt, also weiß jetzt auch nicht. Nee, das Ding nicht. Ich will hier ein paar Lager, ein paar Tanks sicherheitshalber. Das können wir schon mal vorproduzieren, das brauchen wir auf jeden Fall immer. Was brauchen wir noch immer? Ein paar von den Höhendingern können wir auch nachmachen. Und ansonsten Förderbänder. Zack. Ich glaube, dann haben wir einen ganz guten Stand. Ja, ich muss sagen, das hat mir damals gereicht, das nur 3 Stockwerke hochzubauen. Ganz am Anfang musst du das eh ganz oft machen, weil die ersten Sammler, die fangen oben an zu sammeln und wenn die ersten 2 Schichten weg haben, musst du die runtersetzen und runtersetzen und runtersetzen und irgendwann hast du eh so ein Spiralending gehabt. Also, aber die Zeiten sind vorbei. Die haben wir nicht mehr, die Zeiten. Wir haben jetzt hier diese Zeiten. Das wird gigantisch, wenn wir hier das Glas anschließen und das losrödelt. Ja, und von hier können wir dann nach vorne hin abgehen. Oh. Und wer ist da im Weg? Der hier. Und ich habe keinen Sprengstoff mehr dabei. Schöne Scheiße. Schöne Scheiße. Kein Sprengstoff mit dabei. Tralali und tralalai. Ah, die Wand muss eh irgendwann weg. Die Wand, die muss weg. Die Wand, die muss weg. Und zack. Und dann können wir hier nach vorne ziehen, parallel und irgendwo da hochgehen. Okay. Dann hier zum Glas. Boah. Hä, weil er wieder speichert, dann ruckelt er. Ah, ja, ja. Okay. Ist schon voll, das ist schon mal gut. Und wir würden von hier rausgehen. Auch okay. Obwohl es eigentlich doof ist, nicht? Weil ich werde nicht weiter nach links gehen. Dann kann ich das eigentlich auch so rüberziehen. Habe ich nämlich hier automatisch eine Brücke. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Da muss ich nicht da nochmal extra was bauen. Zack, dann sind wir nämlich auf der Seite. Und am besten wäre, wenn Glas hier reinkommt und da rauskommt. Wir hatten noch berechnet, wie viel Glas können wir denn machen?
Warum schweben die Förderbänder alle in der Luft ohne eine einzige Stütze? Weil es sonst wahrscheinlich berechnungstechnisch zu viel wäre. Gibt halt keine Physik. Wir sind ja auch noch in der Zukunft. Da brauchst du das nicht. Alles Antigravitation, außer der Roboter, der braucht ein Jetpack, wenn er fliegen will. Ist doch ganz logisch. Hinterfrage doch nicht diese ausgeklügelte, durchdachte, perfekte Spiellogik. So, 2 Mineralgesteine wären 6 Schotter in 12 Sekunden. Das heißt, 6 Schotter in 12 Sekunden, das heißt, 1 Schotter in 6 Sekunden. So. Und deswegen, hier brauchen wir 5 Schotter in 5 Sekunden, also 1 Schotter in einer Sekunde. Das heißt, wir haben da drüben wie viel und davon konnten wir die Hälfte machen. Ich glaube, ich hatte die schon gebaut, aber ich bin mir nicht mehr sicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger kann ich bauen und Glas wird gemacht in der Schmelze. So, genau, und ich habe 6 Schmelzen gebaut. Und dann würde ich die aber so hinsetzen. Seitlich, oder? Nein, lieber in die Richtung. So, dass das 50-50 überragt. Klingt eigentlich gut. So, weg. Das ist hier nämlich die Mitte. Beziehungsweise das Ding hier ist die Mitte. Und wir wollen jetzt auf 6 aufteilen. So. Ja, es ist doof, das ist so eng. So, wenn wir den teilen, haben wir 2, dann kriegen wir 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 4 werden zu 8. Ja, das ist okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ron. Aber da muss man halt sagen, stimmt schon nicht. Wenn man jetzt zurückguckt, so Spiele wie Rollercoaster Tycoon, die haben so viel Wert auf solche Details gelegt, das war was ganz anderes vom Niveau her auch. Ja. Also da hast du Stützen gehabt, da hast du alles Mögliche gehabt, nicht? Die haben sich ganz anders Mühe gegeben noch, dieser Chris Sawyer auch vor allem, der das mitgestaltet hat. Da hätte es sowas nicht gegeben, keine Stützen, weil es einfach mal, ja, jetzt nicht realistisch per se ist. Oh. Das sind 8? Na, 6 habe ich nur. Okay, warte mal, wenn ich hier, dann schließe ich die beiden an und da die beiden. Ja gut, für die Erweiterung, nicht? Dann können wir es durchaus erweitern. Erstmal gucken, ob das so reicht. Das würde gar keinen Sinn machen hier gerade. Können wir es doch auch kürzen. Auf diese Stelle hier. Oha. Ruckel. Ja, mir fehlt zum Beispiel so ein ungerader Aufteiler. So ein Dreifach-Aufteiler oder so. Weil so ist man immer gezwungen, die richtige Menge an Sachen zu bauen, damit das passt. Das ist ein bisschen blöd. Das könnte man nochmal irgendwie optimieren. Das Spiel hat auf jeden Fall Schwächen, nicht? Muss man einfach auch so sehen. Ich hoffe, die werden halt alle dann im Early Access noch behoben. Okay. Aber ja, eigentlich wäre es das schon. Zack. Output. Strom braucht man natürlich noch.
Dann können wir das Ganze hier erstmal nochmal wegnehmen. Nur nach hinten müssen wir noch ein bisschen mehr bauen, damit wir hier das Lager und sowas rankriegen. Oh. Und hier, falls wir die beiden anderen noch anbauen wollen, passt. Oh, wir haben noch keinen Strom. Der ist da drüben. Oder da hinten, nicht? Ja, aber sehr weit weg, der Strom. Dann holen wir uns den von da drüben. Dann müssen wir hier runter. Nehmen wir den und dann setzen wir den hier so an die Kante. Warum nicht vierfach? Ja, oder vierfach, nicht? Einfach auch so, also, dass man so einen Fortschritt hat in irgendeiner Weise. Egal wie der aussieht, aber du hast halt immer nur diese Zweierdinger und die bleiben bei diesen Zweierdingern. Irgendwie ist das ein bisschen wenig dann irgendwann. Andererseits bleibt das auch schön einfach dadurch. Ich glaube, das ist so, bei Satisfactory hast du ja auch irgendwann immer mehr Rezepte, die dann wieder kompletten Umbau erfordern und eine ganz andere Mengenberechnung. Das ist an sich einerseits ja cool, aber andererseits auch mega umständlich, das immer alles umzubauen. Das hat mich halt bei Anno wirklich abgefuckt. Man hat gerade irgendwie eine Industrie fertig gehabt und die Industrie hat dann genau gereicht, um schon den nächsten Meilenstein irgendwie abzuschalten. Oh. Und dann musstest du wieder alles umbauen, obwohl du es gerade gebaut hattest. Das war schon echt kacke. Hier hast du halt nicht diese Sache, dass du ständig umbauen musst. Das heißt, wenn du einmal deine Taktik aber auch hast und baust, dann hast du so wie ich hier gar keine Herausforderung mehr. Hä? Ah, Mann, falscher Baumodus. Es ist so nervig, dieser andere Baumodus. Macht so gar keinen Sinn. Der sollte nur kommen, wenn man Snapping anmacht. Also wenn man in der Nähe von Objekten baut. Aber warte mal, der war doch nicht im perfekten... Hallo? Hallo? Abreißen? Jetzt hat er wahrscheinlich irgendwo irgendwas abgerissen, was ich nicht gesehen habe. Er hat was abgerissen, aber nicht das Ding, was ich wollte. Naja, gut. Ich glaube, 32, 64, 128 kannst du als Mensch auch dann nicht mehr handhaben. Das macht keinen Sinn. Aber so ein Vierer wäre auf jeden Fall schon eine nette Sache. Dass man einfach weniger Sachen auch produzieren muss. 16 vielleicht. Also 8. Ich glaube, 8 wäre so das, wo ich sagen würde, das wäre das Höchste, was man vielleicht am Ende gebrauchen könnte. Okay, wir sind schon da. Wir machen das so. Und wir brauchen noch wieder ein paar Leitern, damit wir hier hochkommen. Wir nehmen uns den da raus. Und... Oh, das ist auf jeden Fall zu tief. Das muss gar nicht so tief gehen. So, und da hinten weiß ich nicht, ob ich gleich noch Leitern ranmache. Gucken wir dann. Okay, und die werden automatisch zu Glas. Da muss ich gar nichts mehr tun. Und das beim Speichern, je länger du baust und spielst, desto länger dauert das Autosave. Und wenn du dann gerade was klickst, dann passieren Dinge. Das nervt auch so ein bisschen. Das Autosave sollte irgendwie mit einer Kopie des Spielstands arbeiten und nicht das User-Interface blockieren. Das wäre irgendwie schon ziemlich smart, würde ich mal sagen. Da hatten wir aber schon früher mal drüber geredet. Das ist nicht unmöglich. Man muss es nur wollen. Warte, falsch rum. Wir wollen wenn nach links erweitern, nicht nach rechts. Dann machen wir das hier fertig ran. So. Output.
Output, 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 Output. Na, 486-32 kannst du doch auch in mehreren hintereinander geschalteten zweifach aufteilen und selber basteln. Naja, aber du, die Fläche für 32 und die 32 hinsetzen und das 32 mal hinsetzen, dann müsste es eher höhere Kapazitäten geben. Also, 8 würde ich sagen, macht noch Sinn, weil du das noch so baust. Oder 6. Aber 32, das baust du einfach nicht. Das, da würde ich eher sagen, dann lieber die 8er auf ein Level 2 upgraden oder so. Das würde ich denn eher sehen. Aber hier, da gradet sich ja nie was ab. Also die Förderbänder graden sich einmal ab und dann war es das eigentlich so. Das ist halt ein bisschen schade. Also die Upgrades kommen so spät, auf Level 5 hier unten kommen ein paar Upgrades, dass ich sagen würde, da sind sie für mich doch gar nicht mehr relevant. Also da könnte man im Techbaum auf jeden Fall hier noch ein paar Stufen einarbeiten. Dass man vorher immer mal wieder eine Steigerung merkt. Oh, jetzt geht 2% schneller. Nicht so ein bisschen Idle-Game-mäßig. Oder einfach wie früher das Spiel während des Autosave automatisch in die Pause schicken. Ganz ehrlich, besser als das User-Interface zu blockieren. Okay, aber wir sehen, da kommt nicht viel Glas raus. Aber 200 Glas hätten wir und die müssen wir jetzt zurückliefern. Und dann würde ich sagen, kommen wir... Es wird keinen geben, der zwischen uns und der Ausgabe hier noch rumwerkelt. Deswegen werkeln wir jetzt hier rum. Sag mal, ist das tiefer? Das ist tiefer, nicht? Da müssen wir hier runter. 1 oder 2? Sieht nach 2 aus. Man, dass er auch nicht sich merken kann, dass ich in dem freien Baumodus zum Beispiel war und immer wieder zurück will, nervt halt auch. Okay, wir lassen das aber auch erstmal volllaufen. Wichtig ist halt, wird das hier alle oder nicht? Noch zuppelt hier gar nichts, oder? Wir haben immer 200 hier noch drin. Dann können wir eigentlich auch noch ein paar Schmelzen mehr machen. Dann habe ich mich vielleicht verrechnet, wie die das verbrauchen. Machen wir erstmal die 2 Schmelzen noch dazu. Zum Beispiel gibt es eine Schmelze Level 2. Ja, keine Ahnung wo und wann, nicht? Was ich auf jeden Fall weiß, dass es eine zweite Folge geben wird. Wir sind nämlich schon wieder am Ende der ersten Folge angelangt. Und dann werden wir sehen, wie das mit den Dings da ganz wunderbar funktioniert. Ich bin gespannt, wenn unsere ersten wie heißen sie nochmal? Energiezellen, genau, rausplumpsen. Das wird auf jeden Fall ein Fest, auf das ich mich freue. Oh, das hier machen wir aber noch zu Ende. Klonk. Klonk. So, wunderbar. Und dann gucken wir, ob das sich ausmehrt. Und wenn hier erstmal so 2000 drin sind oder 1600 oder was da reinpasst, dann öffnen wir es. Und dann geht die Folge weiter. Bis gleich.